So, wir waren mal wieder unterwegs und wir kommentieren das jetzt mal einfach wieder im Reload, ne? Wieder im Toyota. Ich habe ja den Ford zwischendurch getestet, aber irgendwie ist der Toyota doch einfach mein, ne, Favorite. Da sind wir ein bisschen über den Berg, ne? Aber ist ja immer gut, wenn man über den Berg ist, ne? Dann ist ja eigentlich das meiste geschafft, ne? Sind definitiv auch wieder so die Strecken, die ich am meisten liebe. Viele Kurven, viele kurze Kurven, wenig Folgerstrecken. Deswegen bin ich in Schweden ja meistens eben halt auch nicht so gut oder so, ne? Da sind hier die immer genau die richtigen für mich. In Sardinien zum Beispiel jetzt, ne, ist die Rallye. Eigentlich warte ich auf diesen wunderschönen Sprung, den wir gemacht haben, aber der ist, glaube ich, auch ganz kurz vor Ende. Der war auch wieder ein bisschen rausgerutscht. Aber ne, wir können es ja, ne? Wir beherrschen dieses Fahrzeug perfekt, ne? Ein paar Büsche umgepflügt, ne? VRC, so läuft es, ne? So und nicht anders, ne? Ja, so und nicht anders. Da war ein kleiner Sprung, ein bisschen eng innen gefahren. Aber mein Gott, wir haben es geschafft. Und der Hybrid hat wieder super funktioniert, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So. Jetzt kommen wir hier wieder schön um die Ecke gefügt, ne? Wir machen es aber richtig gut, ne? Das ist einfach hier war ein bisschen wenig Fass. Auch wieder fast ein bisschen eng. Bisschen gehobbelt, aber egal. Jetzt kommt der Mördersprung. Da mussten wir leider ein Schild mitnehmen, ne? Hilft nichts, ne? Aber wir haben es geschafft und vor allen Dingen, wir haben es astrein geschafft. Gleich ist es soweit. Gleich haben wir es astrein geschafft. Also ein bisschen weit raus, aber ja. Sehr schön geschafft. Wir haben den ersten Platz gemacht. Das gucken wir uns auch gleich an. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Und da ist schon die Zielmarkierung. Was ich immer lustig finde, ist, dass man eben halt am Ende der Dings nichts hat. 10 Sekunden plus. Definitiv kein schlechtes Ergebnis. Definitiv nicht. Doch schauen wir mal, wie es weitergeht. Macht ihr die Runde auch mit mir mit? Ja, sind ein paar Strecken schauen wir bei, die ein bisschen schneller sind. Egal. Das war wieder ganz schlecht gemacht, voll verbremst. Sieht schon echt übel aus. Irgendwas ist mit der Grafik los, ne? Ich sehe da so ein leichtes Flimmern. Irgendwie sehe ich da mal dauernd ein Dings. Ups, das war der Stein. Schön, dass wir die Schäden abgeschaltet haben.
Das war jetzt gerade nicht so wirklich überzeugend. Das war zu viel. Das war definitiv zu viel. Ah, wir haben die Strecke aber wieder gefunden, immerhin. Ja, haben wir auch gleich einen Rot für gekriegt. Schnell respawn. Das war jetzt echt doof. Ich tippe auch mal, dass die Reifen ziemlich hinüber sein werden. Aber wir schaffen es. Es ist völlig egal. Wir haben 10 Sekunden plus aus dem ersten Rennen. Da können wir uns sowas schon mal erlauben. Acht Sekunden. Ja, nicht so toll. Wo auch immer sie zumacht, aber egal. Das wollen wir eigentlich vermeiden, aber wir haben unsere Zeit verbessert. Das wollen wir mal kurz festhalten. Wir sind auf 3 Sekunden runter. Immer bedenken, wir spielen hier mit Tastatur, ne? Ja, wir spielen im Arcade-Modus. Und wir haben ein paar Pfeiler mit. Und Vollgas rein. Platz 3. Okay, gut. Wir haben... Wie viel haben wir? Wir haben 0,85... Ja, ist ein Witz. Damit sind wir immer noch definitiv mit 9 Sekunden im Voraus. Sehr schön, würde ich sagen, oder? Sehr schön. Hat sich gut gemacht, würde ich sagen. 3 Rennen noch. Dann reparieren wir kurz das Auto. 128 geht. Ja, kann man schon mal machen. Reifen tauschen. Halt. Den noch tauschen. Bestätigen. So, 2 Rennen noch. Die dürft ihr noch miterleben, ne, finde ich. Ich finde, ihr dürft die miterleben, auch wenn ich wahrscheinlich gleich fluch oder wie auch immer. Irgendwas wird ja sicherlich noch passieren. Oder, Leute, wird irgendwas passieren? Wir wissen es nicht, wir warten es ab. Und das Fenster ist offen. Oh, okay. Wieder so ein Rundkurs. 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. Haarnadel rechts nicht schneiden, 30 im Sprung. Was
heißt denn eigentlich? Also offen heißt, dass sie groß ist, ne? Ja, offen heißt, dass sie groß ist. Oh Mann! Jetzt sind wir echt noch weggerutscht. Mit dem Regen ist es auch nicht einfacher. Hier sind nur Haarnadelkurven irgendwie, ne? Trotzdem noch, trotz des Ausrutschers. Ah, Mann! Wieder 10 Sekunden plus gemacht. Was war die jetzt? Jetzt habe ich sie besser genommen. Reinrutschen. So, jetzt nicht so der Burner. Von wegen 17 Sekunden plus gemacht, okay. Damit sind wir 29 Sekunden. Krass. 29 Sekunden. Das geht bei mir aber wirklich auch nur bei diesen mit vielen Kurven. Ne? Da bin ich wirklich ziemlich gut drin. Alles, was straight geradeaus geht, wo viel geradeaus Vollgas ist, ist nicht meins. Muss ich auch leider ehrlich sagen. Haben wir hier aber, glaube ich, nicht. Nur 5 Kilometer ist auch sehr angenehm. Ah, 5 Sekunden trotzdem plus. Sehr schön. Gut, dass ich die Schäden am Auto abgeschaltet habe. Also die rein bis auf die optischen. Haus innen ist ja auch geil. Weil ich meine, wen interessiert denn das? Wen interessiert denn, ob dann Haus innen ist? Nein, nur wegen dem Schild. Ich finde, Schilder müssen aber. Übrigens, sehr interessant bei diesem Spiel ist, dass er mir trotz 1,9 Millionen sagen will, dass ich fast pleite bin. Und das, obwohl ich auch jedes Mal einen ersten Platz mache. Ne? Und wie gesagt, wir haben knapp 1,9 Millionen, ne? Achtung, Bremsen scharf links, macht auf 30.
was auch immer da scharf links war. Manchmal sind da so Fehler drin, ne? Also wirklich 10 Sekunden. Immer noch im grünen Bereich. Also immer noch komplett verbessert. Oder gleich, nee, grün heißt ja eigentlich gleich, wenn nicht verbessert, ja, genau. Auch die 1 fand ich jetzt nicht irgendwie jetzt wirklich wie eine 1. Ne? Das war eine super kurze Dings. Wir sind schon. Oh! Ah! Shit! Und jetzt müssen wir respawnen. Gab nur 4 Sekunden Strafe, immerhin. Ja, okay, das kommt auf einmal, was ich. Wenn man sich übernimmt, ne? Wenn man denkt, so, ja, jetzt kann ich alles, ne? Ich meine, können wir auch, also wir haben für den Rallye-Sieg. Ja, so sollte man sie nicht schneiden. Meine Herren, ich war hier auf die letzten Meter mal noch richtig Müll, ne? Ziel. Jetzt sind wir im Ziel. Sind wir mal gespannt, ob wir es trotzdem noch geschafft haben. Aber wahrscheinlich ja, ne? Ja, Platz 1. Mit 9 Sekunden plus aus diesem Rennen raus. Mit über 40 Sekunden plus aus den anderen Rennen raus. Damit haben wir es geschafft, würde ich sagen. Ne? Gleich kommt das schönste Bild aller Bilder. Ne? Irgendjemand hat ihn repariert in der Zeit, ne? Schick gemacht, ne? Ne? Sehr schön. Platz 1 in dieser Rallye. Gut, mehr für Dings kann ich nicht kriegen, mehr für Human Resources oder Moral kann ich nicht bekommen. Mein Auto stirbt langsam. Ziel erreicht, auch wieder noch Geld gekriegt. Ziel erreicht. Weil ich alle Ziele erreicht, die man erreichen könnte. Und palim, 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 palim. So. Was will der Kalender mir anzeigen? Es gibt keine Reparaturen hier, ne? Ich krieg die Karre nicht repariert. Ich krieg die Karre echt nicht repariert. Da ist schon die nächste Rallye und wir sind nur noch bei 10% vom Auto. Ich meine, was ist das für ein Blödsinn? Ne? Aber es gibt's hier nicht. Nö. Hersteller-Challenge. Ich krieg den nicht repariert. Na dann, Erholung für meine Leute. Und dann machen wir jetzt noch einmal kurz die Hersteller-Challenge zusammen und dann sagen wir Adele. Ne? Vielleicht steige ich dann auf Hyundai um. Ich glaube, das weiß ich gar nicht, ob das hier Finnland, okay, Finnland, ach Finnland, doch Finnland.
Okay, nicht meine Strecke. Definitiv nicht viel zu viele lange Geraden. Ah nee, das ist die. Ach, Mist. Achtung, rechts halten, Verengung nach Abzweig in links 2, nicht schneiden 80. Rechts 2 kurz, in links 1 mittel, in scharf rechts, nicht schneiden 50. Also ganz merkwürdige Ecke. Der bremst nicht so gut. Platz 1. Jo, damit haben wir wohl alles erreicht, was wir erreichen können. Aber leider keinen Vertrag angeboten gekriegt. Normalerweise kriegen wir da jetzt eigentlich einen Vertrag angeboten, ne? Doch jetzt. Müssen wir, weil das andere Auto ist völlig im Eimer. Und ja, wir machen jetzt mal die Rallye mit einem neuen Hersteller. Aber das machen wir beim nächsten Mal, weil wir müssen jetzt auch sämtliche Punkte wieder verteilen. Das ist, finde ich, auch mal sehr obernervig. Das ist wirklich, also wirklich grauenvoll, ne? Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann seht ihr mich mal im Hyundai unterwegs. Ich glaube, das wird aber nicht so erfolgreich. Bis dann, ciao, ciao.